Mein Name ist Cornelia Schreier, ich bin Head Corporate Communications bei Rieter. Rieter ist eines der ältesten Schweizer Industrieunternehmen. Das bedeutet schon mal, dass da ganz viele gute Qualitätswerte rum sind. Wenn ich für Rieter müsste auslesen, was von diesen guten Werten, die das Unternehmen tatsächlich mitbringt, ich will da eigentlich gar nicht so viel von Positionierung reden, sondern mehr davon, Rieter authentisch zu präsentieren, dann würde ich sagen, es ist ganz viel Verlässlichkeit auf der Marke Rieter. Etwas anderes ist Authentizität. Es ist aber auch ein sehr dynamisches Unternehmen. Es ist ein sehr globales Unternehmen, übrigens schon immer gewesen, mehr oder minder. Es hat sehr viele motivierte und leidenschaftliche Leute. Innovation ist ganz wichtig. Es ist ein Pionierunternehmen und es ist absolut flexibel in dem doch schwierigen Markt, wo sich die Firma jetzt seit knapp 220 Jahren lang sehr erfolgreich bewegt und sogar im Premium-Segment und als Weltmarktführer. Also an Nagel hängt man das nicht, das Formulieren. Und das würde ich auch nie, für das habe ich die deutsche Sprache viel zu gern. Ich habe auch eine Pause gemacht, was Kommunikation angeht, zwischen der journalistischen Tätigkeit und dem Management der Kommunikation, und zwar im HR-Bereich. Ich war zuständig für das europäische HR-Management von General Motors Europe dazumal. Und das hat mich dann doch bewogen, weil ich habe wirklich Englisch geträumt und meine Sehnsucht nach der deutschen Sprache ist zurückgekommen, sodass ich wieder in die Kommunikation gegangen bin. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich mich schon im Gymnasium immer für unternehmerische Inhalte interessiert habe. Mein grosser Traum war immer selbstständig, was mir auch gelungen ist. Und jetzt in der Corporate Communications habe ich vor allem ein bisschen etwas. Also ich formuliere sicher nach wie vor. Also die ganze CEO-Kommunikation, die ist und die bleibt bei mir. Aber es hat natürlich heute auch sehr viel mit Management zu tun, auch weil sich der Beruf geändert hat in den letzten ein, zwei Jahrzehnten. Und das macht mir beides sehr viel Spass. Nutzwertjournalismus, das ist eher so, wie soll ich sagen, wie uns in der Fachpresse angesiedelt. In der Fachpresse informieren wir regelmäßig darüber, was wir an Dienstleistungen, also neben unseren Textilmaschinen, die Dienstleistungen unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das ist ein ganzer Kratten voll. Das geht von Seminaren für Kunden bis über iPad, Multimedia, bis über Know-how, wo wir ihnen in der Beratung geben, einen ganzen Karten voll. Da tut der Fachpressjournalismus dort über das berichten. Der Kunde, sein wichtigstes Ziel ist, dass er problemlos seine Rohstoffe auf der Maschine kann laufen lassen. Alles, was dort schief geht, ob das Stromausfälle während weil die Infrastruktur im Land nicht so gut ist, aber auch Faderbrüche zum Beispiel, das kostet ihn. Und darum haben wir schon seit immer eigentlich jeher, hat Rieter eigene Forschung und Entwicklung, die ganz wichtig ist und wo wir auch schauen, dass die Erkenntnisse, die wir dort daraus bekommen, dass die auch ans Publikum gehen und auch an Kunden gehen.